Jeder Mont Blanc-Liebhaber kennt wahrscheinlich dieses Buch. Every Mont Blanc-Aficionado knows this book. Todos los aficionados del Mont Blanc conocen este libro. Ahora, el autor de este libro, Jens Rösler. Ja, wie sind Sie dazu gekommen, dieses Buch aufzulegen? Ich bin Sammler und ich habe eine Familiengeschichte. Mein Urgroßvater hat dieses Unternehmen momentan mitgegründet und daher ist es, mir in der Wiege gegeben, diese Bücher zu schreiben. Als Buchversammler. Das war das Buch, was ich 2003 geschrieben habe. Als Einführung in die Produkte von 1946 bis 1979. Und wir haben ein neues Ausgabe gemacht, das mit dem Herrn Ralbach und Ralbach zusammen. 1908 bis 1947, wo wir die gesamte Produktgeschichte von Mont Blanc aufgearbeitet haben. Über 1500 Schreibgeräte sind beschrieben worden. Der vollständigen Bilddokumentation, Produktionszeitraum, Wert und Seltenheit, dass man einen Überblick bekommt, was eigentlich alles Mont Blanc produziert hat. Das ist für den Sammler ganz wichtig, weil er etwas findet und normalerweise nicht weiß, was er dort hat. Hier bekommt er die Information und er bekommt auch die Information, was er noch nicht in seiner Sammlung hat. Ah ja. Das Buch hat eine schöne Mechanik. Da etwas weiter nach vorne. Genau. Achso. Dann herauszufinden, ich habe hier einen schönen alten Bleistift von der Firma Mont Blanc. Und ich muss jetzt herausfinden, ob es den Mont Blanc gegeben hat. Ja, ich gehe also hier diese Liste runter und finde, es ist ein Druckbleistift. Hier sehe ich tatsächlich die Art des Kappenkopfes und sehe die Seitenanzahl und gehe auf die betreffende Seite, Seite 178. Auf der Seite 178 kommen wir in die Geschichte des Pixis und sehen tatsächlich, hier taucht das Produkt wieder auf, in der Abbildung 1:1 und wir finden hier die Beschreibung auf der linken Tabelle, wann er produziert worden ist. Also es ist wirklich ein Briefmarkenlexikon für Mont Blanc-Sammler. 200 Seiten, knapp 1500 Produkte beschrieben. Ja. Die neue Mont Blanc-Bibel. Ja, danke schön. Gerne. This is a must-have book for any Mont Blanc collector. Mont Blanc writing instruments from 1946 to 1979. This is the book collectible stars, as you can see. Okay, this edition is signed by the authors. Stefan Dahlrassen und Jens Rösler. And let's go through this book. This is about the prices and so on, the chronology. Everything is in German and in English, and the interesting part starts here, the writing instruments from the 40s and 50s. Some more pens from the 50s. Pix pens from and other series of Mont Blanc pens from the 50s. These are a little bit cheaper than the first one. More pens from the 50s, and this is the economy line, the normal Mont Blanc pen of this time. You can see serial numbers and so on, always on the opposite page, but the interesting part is always, the photos are always on the left part side, desk pens,
not only fountain pens, and this is the Monte Rosa page with the Monte Rosa fountain pens, and we get to the 60s. These are the three main series of the 60s, the masterpiece, the series like 24 and 22, and this is the next series like the 32, the pencils of the same time, and we get to the 70s, the fountain pens of the 70s. Now you can see the Carrera model. This is the Noblesse series over here. But you can study all that in the book by Rösler. But let's go through all the pages. Interesting part of the book, the Danish production, the Danish fountain pens. This is very interesting. Okay, and this is the Mont Blanc number system. Okay, a very well made book by Stefan Wallraffen and Jens